Moin, ich bin's wieder, Eiko. Ich bin übrigens zweiter Sportleiter hier im Verein und Kommandeur. Wir wollen euch heute mal unseren Schießstand zeigen. Dazu gehen wir natürlich rein. Hier draußen ist zu kalt. So, was lange währt, wird endlich gut. Nach jahrelanger Planung kam es dann endlich zu der Umsetzung, dass wir so ein Bild bei unserem Schützenhaus haben. Denn wir haben groß umgebaut. Wir haben elektronische Schießanlagen bekommen bei uns am Stand. Die zeigen wir euch jetzt mal ganz genau. Jetzt betreten wir den Schießstand. Hinter dieser Tür ist das alles komplett neu umgebaut worden, auf modernste Technik. So, wir gehen mal rein. Ah. Hans-Georg und Daniel sind gerade am Schießen. Auf diesem Schießstand wird Luftpistole und Luftgewehr geschossen. Ich glaube, wenn Daniel gleich soweit ist, kann Daniel noch ein bisschen was dazu sagen. Ja, ich bin Daniel, ich bin der Sportleiter hier bei uns im Verein. Also wir haben unseren Schießstand von den Seilzuganlagen auf eine elektronische Schießanlage von Disage umgerüstet. Wir haben insgesamt 12 Schießstände. Auf den Schießständen kann man Luftpistole und Luftgewehr schießen. Wir haben auch eine Red Dot Schießanlage für die Jugendschützen mit einem Lichtpunkt, weil die Jugendschützen unter 12, die dürfen leider noch mit der Kugel nicht schießen. Aber dadurch ist denen das auch möglich, aktiv am Schießen teilzunehmen. Ja, hier so ist der Schießstand. Da hinten sind die Messrahmen, wo der Schuss drauf abgegeben wird. Das Ziel befindet sich da hinten. Einmal bei Stand 5 ist ein Luftgewehrspiegel, bei Stand 6 ist ein Pistolenspiegel. Wenn man einen Schuss abgegeben hat, der Schuss wird hier so auf dem Tablet angezeigt. Vielleicht mag Hans-Georg auch mal schießen. Dann kann man das sehen, wie der Schuss dort auftaucht oder dass der Treffer da angezeigt wird. Ja, das Ganze wird einmal hier auf den Tablet angezeigt, das Schussbild. Das Schussbild kann auch hinterm Schützen. Da sind noch zusätzlich Monitore angebracht für die Wettkämpfe, damit ja die gegnerischen Mannschaften auch sehen können, wie der Stand bei den gegnerischen Schützen ist. Das Ganze, was hier hinten an den Monitoren also wiedergegeben wird, kann man auch im Aufenthaltsraum im Schießstand sehen. So, jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand, was unseren Schützenverein angeht. Folgt uns gerne bei Instagram, TikTok, Facebook und YouTube und schreibt uns gerne an, zwecks Trainingszeiten oder sonstige Kontaktaufnahme. Wir hören und sehen uns. Ciao.